Hallo zusammen, hier ist eure Agentin Lee mit einem neuen Buchtipp für euch. Es trägt den Namen Honigvogel. Wie ihr seht, hat es auch einen schönen Einband. Es wurde geschrieben von Oliver Züger und über den Spiegelberg Verlag herausgebracht. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und erzähle euch sofort, worum es geht. Die Hitze am Grill treibt Abdul beinahe in den Wahnsinn. So weit ist es gekommen, dass er als Ingenieur aus Ägypten hier in Saudi-Arabien Hühner grillt und verkauft und eine Tochter bekommen hat, die auch noch entstellt ist. Was hat er nur getan, um dies zu verdienen? Hosanna betrachtet die vielen Falten in ihrem Gesicht. Ihr ist, als wären sie über Nacht gekommen. Auch am Bauch lappt überschüssige Haut über den Slip. Wie sie doch ihr Leben hasst, hier in Saudi-Arabien. Immer muss diese verdammte Weihe tragen. Darf weder Autos fahren, noch ohne ihren Mann das Haus verlassen. Hatte sie Faten nicht, wäre sie wahrscheinlich tot. Faten versteht die Welt nicht mehr. Bis vor kurzem wohnten sie noch in einem wunderschönen Haus. Sie hatte einen Freund im Kindergarten. Und ihre Hausscharte war kein Thema. Doch jetzt ist alles anders. Niemand weiß, wo ihr Vater ist. Ihre Mutter weint den ganzen Tag und schrubbt sich ihre Haut täglich wund, nachdem ihr Peiniger gegangen ist. Zum Glück hat sie Captain Ahmed, ihren wahrhaftigen Freund, der immer zu ihr hält. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Hört sich doch super an. Und ich werde euch in Kürze noch darüber informieren, wie ich es fand, und zwei, drei Ausschnitte vorlesen. Also seid gespannt, ich bin es auch.